Herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 mit einem etwas anderen Wagen als in der letzten Folge. Nach dem Z4 ein M4 GTS. Ja, müsste war GTS. Ja, GTS ist ja halt ein bisschen anders. Design ist halt modernes BMW-Design. Verdammt schick. Ich mag so Linien, die sich durchs Auto ziehen. Finde ich gut. Hier mal wieder da vorne, was mitten im Motor geht, zieht sich wieder nach oben durch. Geht es auch bis hinten runter. Ja, bis hier geht's. Oh, siehst du in den Spoiler? Cool. Hier läuft wieder schön zusammen. Schick, schick, schick. Schick. Schöne Felgen. Ich mag auch die Farbkombi. Dieses Kupfer-Bronzene mit dem Silber. Sieht verdammt nice aus. Heckspoiler schon drauf. Und ja, wir könnten uns ihn mal anhören, ne? Ich denke mal, ja, das ist auch direkt schon viel mehr Rennwagen. Der klang so ein bisschen anders. Ja, modernen BMW-Innenraum ist halt schick, ne? Also, ist als Leder, ne? Holy fuck. Ja, dann, also verabschiede ich mich und wir sehen uns auf der Rennstrecke oder an der Rennstrecke. Bis gleich. Schalte ich mich nur wieder rein. Das hier ist natürlich eine ganz andere Performance als mit dem BMW, den wir gefahren, weil allein er hat schon Leistungsstufe 841. Ist ja auch schon die leistungsstarke Variante. Und mit Aerodynamik hat er ja, das ist fast leistungstechnisch wie getuned. Das ist schon ein Rennwagen, fast. Aber das Entscheidende ist ja immer, wie schlägt er so gegen... Achso, ist ja... Drag-Tool. Also ich glaube unser Backmono. Ui, diese Backmono. Alter, die Backmono und KTM, holy fuck, diese Wagen sind der Hammer. Ich weiß nicht, wenn wir den auf die Leistungsstufe von dem Backmono kriegen. 977, ob der wirklich der stärkere Wagen ist oder der Backmono. Die Strecke hier ist natürlich... Vielleicht kommt die mehr entgegen, als die, die wir im Backmono gefahren sind, weil das war ja enge Strecke, wo sehr viel um Kurvengeschwindigkeiten und Beschleunigungswerte ging. Da dürfte der Wagen hier nicht der allerstärkste sein, ja. Und für der Backmono, der klebt ja auf der Strecke. Also, die kannst du bremst an, willst, also bist gerade mit Anbremsung fertig auf die Kurve, beschleunigst schon wieder raus. Das kannst du hier nicht so machen. Hier wäre es, glaube ich, wirklich ein enger Kampf zwischen den beiden. Aber den Wagen kann sich ja natürlich im Alltag fahren. Also, ja, kann man. Das hier ist gar nicht der Haken, den Alltag zu fahren. So ein Backmono muss man sich zweimal überlegen, ob man den Alltag fahren will. Ist da vorne gerade ein KTM, der abhauen will? Oh, der geht ja ganz anders direkt auf den Kurs, so als die ganzen anderen BMWs umgetun. Klar, das ist ja auch schon ein GTS, ne? Ein M4 GTS ist also, man hat nur M-Modelle. Das macht schon einen Unterschied. Aber ist die Z4 eine Z4M? Oder eine MZ4? Ich weiß nicht. Muss ich immer so. Bei dem Wagen kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ist mal unterschlagen. Der war der längste. Nee, davor, was ist davon da X ein Lotus? Ich bin kurz wieder durch. War ein paar von den Jaguar F-Type. Ist ein F-Type. Ne? Ja, ist ein F-Type. Gut. Oh, aber Kopf und Gas, ne? So, da sind wir schon. Meistens sind die Wagen, wie sie Serie sind, schon verdammt gut. Ne? Fahrperformance, ja. Engine-Technik. Da denkt sich BMW war ja was bei, wie du fahren sollst. Beim GTS denkt sich auch was, wie du ihn auf einer halben Rennstrecke fahren sollst. Oder Rennstreckenabstimmung hat er, also Stimmfahrmoni hat er mehr für Rennstrecken. Hm. Ist doch nur... Hey, der ist auch eben voll komisch da vorne. Ist ja nur ein Porsche. Hast du das eben? Eben kein von denen dabei.
Hier ist keine Stufe der Hintergrund, das vertun sie hier auf Maximum für die Serie. Also Backmoor KTM, ne? Caterham. Caterham könnte hier eigentlich gut fahren. Ah, vielleicht wenn man selber da reingeht, sind die nicht drin. Dann kriegst du nur die Wagen vorwärts. Keine Ahnung. Track 2 finde ich eh eine komische Klasse. Weil damit halt mit so KTM-Backen-Modus gegen sowas hier fährt. So ein Porsche. F-Types und was auch immer das da vorne hinter dem Porsche ist. Da vorne hinter dem Porsche, ja. Guter Satz. Wie der diese Kurve hier nimmt, da hatten die anderen BMWs halt alle Probleme, der nimmt die einfach, als wäre es nichts. Die Rundenzeit, boah, die war knapp schon langsamer. Weil Wagen ist natürlich jetzt nicht der Ober-Obershit. Ah, ist schon eine gute Zeit. Aber der Porsche Cayman da, der konnte mithalten. Aber wir sehen jetzt gleich, wie es mit Tuning ist und wahrscheinlich im anderen Design, ich muss mal gucken, wie der Wagen dann abgeht. Damit sind wir durch mit dem Tuning. Er verliert wieder mal seine 250 Kilo, wie fast jeder Wagen, den man tun. Er geht aber von einer Leistung von 500 PS auf eine Leistung von... Warte kurz. Ne, so viel PS nicht. Auf 779 PS. Kehrschwenke hoch, er sitzt 932. Es ging halt nicht mehr so viel im Tuning bei ihm, aber halt so die Feinheiten, eine weichere Reifenmischung, Kupplung, Bremsen, überall noch eine Stufe, das war alles Sportausstattung. Und zum Design, ja, finde ich ganz okay, könnte auch so fahren wirklich in der Klasse. Oder fährt er sogar? Ah, weiß nicht, war das Schönste. Ups, hat man Baumarkt genommen. Ich glaube, nein, das Design gibt es nicht so, ist nur Forza. Aber der Klang. Braunbach, das hat man mitgenommen. Klang so, ja mal geil. Ja, bevor ich mir noch Zimmer gegen den Baum fahre, wir sehen uns gleich beim Rennen. Bis dahin, tschüss. So, mal wieder kurz vorm Rennen hier. Unserem Schmuckstück hier. Also das ist jetzt wirklich schon ordentlich. Das dürfte jetzt der schnellste BMW sein, den wir getunt haben. Ja, aber dürfte knapp schneller sein. Waffelhorns ist top. Kann man nichts sagen. Gut, neue Blitzer besser hingelegt, oder? Ja, aber... Z5, Z4, knapp. Du hast dein Ziel erreicht. Und... Wow! Ui! Ja, 300 schafft man die locker. Aber wir starten das Rennen und gucken, wie auf der Strecke performt. Das ist ja uns hier das Entscheidende. Nicht, was der für Topspeed hat, der muss auf der Strecke gut sein. Die Treppe, Strecke kein Topspeed braucht, auf der man mit dem fährt, da brauchst du kein Topspeed. Wir vergleichen alle BMWs auf derselben Strecke. Wer für die Strecke der Beste ist, gucken. Nicht, wer generell der Beste ist. Das wird ein ganz, das ist eine ganz andere. Oh, da sind die Caterhams und KTMs am Start. Ja, Start geht immer noch nicht gut, weil wir Heckantrieb haben. Ist immer so ein bisschen blöd. Muss immer wieder leicht was rausfahren. Haben wir den... Ich weiß mal, die Ausbeschreibung. Was machst du denn mit deinem Renault Clio hier? Weg, oder was ist das da? Geh weg mit deinem... Ah! Ich hab stehen. Ah, auch noch ein Backmotor dabei. Wir haben alles dabei. Motorleistung hat er ja. Hui! Für seine Klasse. Fahren in der GT3 nicht M4s? Ah, wie das klingt, wenn du nur vom Gas direkt so brrrr, brrrr. Das ist schon geil. Dodge lassen wir mal kurz, wie Viper lassen wir mal kurz stehen. Da fährt noch so einer mit seinem Renault Clio, was ist das da rum? Was macht der hier? Als ob der so viel Leistung hat. Maximal Tunes. Diese Bentleys.
bleibt immer stehen. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, der Wagen hat ja 70 Leistung. Ich kann ja mehr als der DM4, die Z4, das Z4. Aber die lassen sich halt 10-mal besser kontrollieren als beim Z4. Kannst du ja machen, was du willst in der Kurve. Also, Aerodynamik kompensiert ja komplett den Heckantrieb. Also, jedes Mal, was der Wagen für eine Performance abliefert, wenn der Allrad hat, dann hat er natürlich weniger Mo also ist die Motorleistung nicht mehr so gefühlt so krass. Und zu reden, mache ich fast schon Fehler. Aber, was hat der denn bitte, wenn du allein diesen Startnachteil und dann kannst du noch mehr in die Kurven auf Gas gehen. Und der gewinnt noch ein paar Leistungspunkte dazu. Und dann geht der Start und Beschleunigung auf 10. Jetzt sind wir bei 8, irgendwas. Ja. Dann ziehen die in der Klasse hier ein bisschen ab. Der Wagen ist wirklich geil. Ich glaube, der M6, den wir dann erfahren, ist ja, weil wir kein GTS ist, kann er hier nicht im Ansatz mithalten. Aber der i8, der wird ja wohl mithalten. Boah, der fährt nur 8 Sekunden schneller als ohne Tuning. Das Flugzeug, ich glaube, das ist die erste unter einer Minute Zeit, die wir hier gefahren sind. Mit einem BMW. Gucken, ob der i8 sich hier dann die Zähne ausbeißen wird. Wir werden es sehen, in 2 Folgen, aber in der nächsten Folge M6. Schaltet dann wieder ein. Bis dahin, tschüss.